Herzlich willkommen zum Bernecker Tagestipp. Wir wollen auf die Devisen blicken und noch ein Stück genauer auf das britische Pfund. Bei mir im Studio Bernhard M. Klinzing. Herr Klinzing, das britische Pfund, heute unser Thema beim Tagestipp. Müssen wir natürlich zuerst fragen, setzen wir auf das Pfund oder wetten wir gegen das britische Pfund? Wir wetten zunächst einmal gegen das britische Pfund. Das hat ja im letzten Jahr bis zum Oktober schon eine Abwärtsbewegung vollzogen. Jetzt danach einige Monate seitwärts und jetzt nach unten durchgebrochen. Das heißt, zumindest zum Dollar. Wir gehen davon aus, dass das Pfund weiter abwerten wird. Wo liegen die Gründe dafür? Ja, S&P, die Ratingagentur, hat ja unlängst gesagt, dass das britische Finanzsystem nicht mehr so stabil ist wie in vergangenen Zeiten. Nicht mehr das sicherste, wie die Bank of England das immer gesagt hat, sondern hat es in eine Stufe gestellt mit dem portugiesischen Finanzsystem. Und wenn wir uns die Staatsverschuldung angucken, das Haushaltsdefizit, das ist noch schwächer, noch höher als in Portugal oder in Irland. Das heißt, es ist in der EU-Zone sogar zweistellig und damit im ganz oberen Bereich. Und wir gehen davon aus, über kurz oder lang muss dieses Thema ja gelöst werden. Ganz kurzfristig nicht. In Großbritannien stehen ja Wahlen an. Und das ist immer eine Bremse, ein Hemmschuh, wo nichts passieren wird. Das heißt, jetzt werden noch wahrscheinlich Wahlgeschenke verteilt. Und das bedeutet, dass die Staatsverschuldung noch weiter in die Höhe geht. Und über kurz oder lang wird man aus diesem Dilemma nur rauskommen, indem man entweder die Inflation antreibt. Dafür gibt es schon einige Hinweise. Oder die Notenbankpresse anwirft. Und dafür gibt es in London auch schon einige Diskussion, dass das denn geschehen wird. Und da führt kein Weg dran vorbei, dass das Pfund Sterling dann abwerten wird. Devisen kann man ja immer nur gegeneinander spielen. Bleibt natürlich jetzt die Frage, gegen welche Währung sollte man das britische Pfund jetzt am besten spielen? Das Sinnvollste ist natürlich gegen Währungen, die in sich schon sehr stabil sind, beziehungsweise auf einem steigenden Trend sind. Da fällt uns als erstes mal der Australdollar ein. Australien ist ja eine Wirtschaft, die nicht von der Rezession erfasst wurde, die einen wahnsinnigen Beschäftigungsaufbau hat. Und das spiegelt sich auch im Pfund, das autonom gegen alle Währungen positiv läuft. Angedockt daran natürlich auch der Neuseeland-Dollar. Oder wenn man in Europa bleiben will, die norwegische Krone. Auch in Norwegen hat es als allererstes schon Zinserhöhungen gegeben, weil die norwegische Wirtschaft viel besser läuft als die im restlichen Europa. Und als letztes kann man auch noch auf den Kanada-Dollar setzen. Da ist natürlich keine Zinserhöhungsspekulation, aber eine intakte Währungsspekulation. Man muss aber jetzt festhalten, dass die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben, alle nur über CFDs spielbar sind. Und das ist ja vielleicht nicht so jedermanns Sache, dass man mit CFDs handelt. Wenn man das jetzt nicht möchte, dann bleiben ja eigentlich, sage ich mal, nur größere Währungen wie Euro oder Dollar. Und wen würden Sie da bevorzugen, Euro oder Dollar? Wenn man natürlich eine Spekulation auf eine schwache Währung macht, wie das britische Pfund, dann hat es keinen Sinn, das zu spiegeln gegen eine andere schwache Währung, wie im Moment der Euro. Der Euro, der wird auch im gesamten Jahr von dieser Thematik über Haushaltsdefizite jetzt nicht nur Griechenland, sondern auch andere Staaten beherrscht werden. Und das heißt, der Euro, der wird wahrscheinlich das ganze Jahr auch abwerten. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die sinnvollere Spekulation jetzt gegen den Dollar laufen wird. Wir sind auch nicht ganz überzeugt vom Dollar, aber im Vergleich zum Euro wird er eine bessere Figur machen. Welches Produkt bietet sich denn an? Ja, da gibt es verschiedene Produkte. Wir haben mal eins rausgesucht, ein Knockout-Produkt, was für unsere Begriffe auch mit einem erforderlichen Risikopuffer ausgestattet ist, das aber trotzdem eine sehr gute 30-40% Chance bis zum August bietet. Knockout-Schwelle ist ja immer auch nicht so jedermanns Sache, dass man immer genau hingucken muss. Manche haben vielleicht nicht die Zeit. Stop-Loss-Kurs, wo würden Sie dem an dem Produkt setzen? Ja, den Stop-Loss setzen wir bei 1,50. Das ist für uns ein vertretbares Risiko. Der Anleger ist natürlich frei, sich nach seinem eigenen Risiko-Chancenprofil einen anderen Stop-Loss zu suchen. Aber 1,50, da dürfte eigentlich nichts anbrennen. Wer es vielleicht nicht ganz so heiß mag wie beim Optionsschein, weil man auch vielleicht noch nicht so ganz erfahren ist, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, diese Variante in einer Light-Version zu spielen? Die Möglichkeit gibt es. ETF Securities hat jetzt angekündigt, auch ETCs, also Exchange Traded Commodities und Exchange Traded Funds zur Währungsspekulation aufzulegen. Das ist eine ganz frische Nachricht, die gestern erst über die Ticker kam. Das wird innerhalb der nächsten 2-3 Wochen passieren. Wir werden das im Frankfurter Börsenbrief dann auch entsprechend darstellen. Im Moment gibt es noch ein Produkt, was relativ ähnlich daran angedockt ist, an die Spekulation, die ich eben genannt habe. Das ist ein Schein auf den Money Market Index. Der setzt eigentlich vor allem darauf, dass in Großbritannien die Zinsen steigen werden, schlicht weil das Haushaltsdefizit irgendwie finanziert werden muss, die Inflation hochgeht und dann es unattraktiver ist, bei niedrigen Zinsen zu arbeiten. Wir gehen auch davon aus, dass der Bondmarkt in Großbritannien zusammenbricht. Und über den Money Market Index kann man darauf profitieren, weil das Geld wird ja immer nur über Nacht angelegt. Und je höher die Zinsen sind, desto stärker steigt auch dieser Index.
Letzte Frage. Zeitrahmen, wie lange denken Sie, wird das britische Pfund abwerten oder andersrum auch noch gefragt, worauf sollte der Anleger achten, um dann auch irgendwann die Spekulation zu beenden? Ja, dieses Thema mit den Währungsspekulationen Euro oder Sterling, das ist ja schon in aller Munde. In der ganzen Wirtschaftspresse wird das durchgenudelt. Da könnte man ja denken, dieser Trend ist jetzt vorbei, weil ohnehin schon jeder dabei ist. Aber die Erfahrung lehrt aus der Vergangenheit, dass Trends häufig viel länger dauern. Beispielsweise bei der Bankenkrise hat diese auch über 1,5 Jahre gedauert. Wir haben im Frankfurter Börsenbrief da auch 82 Spekulationen auf fallende Kurse bei Banken aufgelegt und auch mit großem Erfolg abgeschlossen. Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wir gehen auch davon aus, dass mindestens dieses ganze Jahr diese Spekulation auf fallendes Sterling und fallenden Euro sich bewähren wird. Das heißt, da muss man nicht ängstlich sein, dass jetzt demnächst wieder eine Trendwende bevorsteht. Also noch eine ganz längerfristige Anlage. Dankeschön, Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Das war die heutige Ausgabe von Bernecker, der Tagestipp. Thema heute das britische Pfund und es ist eine längerfristige Spekulation, wie wir festgestellt haben. Denn Herr Klinzing geht davon aus, dass das britische Pfund noch das ganze laufende Jahr an Wert verlieren wird. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit ein gutes Stück weiterhelfen. Produkte haben wir Ihnen auch empfohlen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Wir sehen uns morgen wieder.